Wir haben gerade festgestellt, ich würde sie elendig krepieren lassen. Ich bin allein gestorben. Nein, ich habe gefragt, ob alles gut ist. Ja, ja, gut. Nachdem sie hier losgekreischt hat, aber... Hi Leute, hier sind wieder eure Ness und eure Anni und heute haben wir einen Vlog für euch. Wir sind nämlich unterwegs oder wir wollen unterwegs sein, genau. Das ist jetzt quasi das Geburtstagsgeschenk. Wir fahren jetzt einmal nach Hannover und wollen da erstmal ein bisschen bummeln gehen und haben dann noch Escape-Räume gebucht. Große Überraschung. Habt ihr das gedacht? Genau, machen uns einfach mal einen schönen Mädelstag und wollen euch einfach mal ein bisschen mitnehmen. Genau, viel Spaß bei dem Video. Ich kann den Text nein, nicht. Ich auch nicht. Wow. Super. Okay, wir wollten euch gerade mit ein bisschen Gesangstalent beehren, aber wir können den Text nicht und da ich mit dem Handy filme, ist die Musik gerade ausgegangen. Ja. Bis If I Were a Boy kamen wir noch und dann war es leider zu Ende. Bleibt er wohl verschont. Gott sei Dank. Vorerst. Verpasst er nichts. Ja, wir sind jetzt einmal durch die Stadt gefahren. Das ist meine Lieblingsstadt beim Autofahren. Also es ist super toll, diese Straßenführung, wer sich das ausgedacht hat. Ich weiß auch nicht. Das Parkhaus war aber jetzt noch die Krönung. Ich hasse solche Parkhäuser. Es ist halt eng und hoch und bäh. Ich bin Gott sei Dank ein bisschen schmerzfreier. Ja, Gott sei Dank. Deswegen wollte ich tatsächlich auch nicht fahren. Wir sind aber jetzt angekommen. Genau. Und jetzt gucken wir erstmal, wo wir was zu trinken kriegen. Und dann werden wir ein bisschen shoppen. Okay, es ist so voll und so abgefahren, hier ohne Maske rumzulaufen. Richtig, richtig lecker gegessen. Oh mein Gott, viel gegessen. Also ich hier was. Aber es sah lecker aus. Es hat auch echt lecker geschmeckt. Hier sind vor allem echt viele Leute. Ja. Es ist ein bisschen weird, es ist ein bisschen komisch. Alle so irgendwie auch ohne Maske und auch drinnen alle ohne Maske. Das ist irgendwie noch so komisch. Das habe ich vorhin, als wir drin saßen, einmal kurz angerissen. Ja. Also da habe ich einmal kurz was gesagt, weil ich das auch super verstörend finde, irgendwie ohne Maske rumzulaufen. Ja. Das ist richtig ungewohnt, richtig komisch. Naja, jetzt gehen wir erstmal shoppen. Ich habe ein bisschen was auf der Einkaufsliste. Mal gucken, was wir finden. Und vielleicht kommt ja noch das eine andere Video als Haul da rum. Das wäre ja was. Ich wollte nur mal das schöne Muster filmen. Ja, wir haben hier ein kleines... Natürlich nicht in der Größe, die ich brauche, ja, sondern nur das. Nur das in der, genau. In dem Muster. Ich würde aber ganz gerne das hier haben. In der Farbe und nicht... Also entweder kaufst du jetzt zwei Nummern kleiner, in der Hoffnung, dass es passt, oder du kaufst Blümchen. Machen wir da jetzt. Ich habe keine Ahnung. Ich will kein Blümchen. Vor allem die Perspektive. Hallo. Die ist auch da. Es atmet mal wieder dezent Stress aus. Wir sind zu spät dran. Wir haben noch 10 Minuten oder so. Es fängt dann an zu regnen. Müssen mit dem Auto noch dahin fahren. Und melden uns gleich wieder, wenn wir hoffentlich pünktlich angekommen sind. Okay, wir waren tatsächlich zu spät, aber die Leute sind super nett. Also können wir ganz in Ruhe machen und dann... Geht's auch gleich los. Hi. Gerade so. Ja, also erstmal, der Raum war super, super schön. Auch mit richtig schönen Rätseln, richtig schön aufgebaut. Ich muss sagen, ich bin da echt begeistert von. Von den ersten Räumen.
wir hatten was anderes, oder ich hatte was ganz anderes erwartet. Ihr hatte wohl in der Einleitung auch schon so ein bisschen angeteasert, da gibt's Kratzen an den Wänden und ne. Ich habe das akustisch nicht verstanden, in dem Fall wahrscheinlich ganz gut, sonst wäre ich wahrscheinlich am Anfang schon hysterisch geworden. Das ist gar nichts für mich, diese komischen Gruselräume, es ist das... Also der letzte Raum, der war halt wirklich... Boah, also dunkel, richtig tolle Musik, die dafür richtig hast du es aber sehr souverän gemeistert. Ja, okay, man muss das machen, ich, ne? Ich hätte, ja, wir hätten da wahrscheinlich noch eine Stunde gestanden, oder, aber wir haben gerade festgestellt, ich würde sie elendig krepieren lassen. Alleine gestorben. Nein, ich habe gefragt, ob alles gut ist. Sehr gut. Nachdem sie losgekreischt hat, aber ansonsten, es war schon intensiv, aber es war wirklich gut. Ja, hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben noch eine zweite Runde. Vielleicht können wir das empfehlen in den Raum. Sherlock Holmes war das jetzt, ne? Ja. Sherlock Holmes in Hannover bei Running Out of Minutes Room heißt das. Der war richtig gut. Also genau. Falls wir mal irgendein Escape Room spielen. Raum, jetzt hast du schon wieder gesagt. Raum. Ja, Raum. Wenn ja. Escape Raum spielen möchte, dann guckt mal hier ja rein. Ja, also wir sind aus dem zweiten Raum jetzt auch wieder raus. Der war sehr anders. Sehr. Aber auch cool gemacht, also auch niedlich fand ich, aber schon dagegen eher niedlich. Also da wird der Fokus weniger auf die Rätsel gelegt, als mehr auf das, die Atmosphäre irgendwie so. Das war halt die Zauberschule, also so Harry Potter mäßig, war aber auch cool gemacht, also hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, jetzt sitzen wir hier noch rum, weil wir uns noch nicht von dem Abend trennen wollen. Ja, irgendwie noch nicht. Und wir überlegen gerade, ob wir nochmal zu mir fahren und da den Abend nochmal irgendwie schön ausklingen lassen. Ja. Mal gucken, wohin es uns dahin verschlägt. Genau. Ja, das ist unsere Nach-Escape-Raum-Zeit. Diese Denkerpose. Ja, wird's nicht. Also, wir sind da immer irgendwie so. Diese Stimmung. Irgendwie, ne? Genau, so in uns gekehrt und ja, so. Ich kann das gar nicht beschreiben. Ja, stimmt, aber. Jeder ist da irgendwie so im Gedanken noch dabei, das zu verarbeiten auch so ein bisschen. Genau, ne? Ja. Weil das ist ja, ich glaube, für uns spielt es auch selten eine Rolle, ob der Raum jetzt gut war oder schlecht in dem Sinne. Das ist halt einfach irgendwie ein Erlebnis, was so zu uns schon so richtig dazugehört, ja, irgendwie. Ne? Das ist, schenkt uns irgendwie so eine Freude und so viel Spaß irgendwie für die eine Stunde, die man da hat. Und irgendwie sind das so eine Erlebnisse, dass man da irgendwie so richtig in sich geht. Erstmal, das ist wirklich komisch zu beschreiben irgendwie, also da so die richtigen Worte für zu finden, ist gar nicht so einfach. Ja, aber wir haben halt auch gerade gesagt, das war so unfassbar notwendig, das einfach mal wieder zu machen, weil das im Alltag halt super oft untergeht. Ja, ne? Mega fehlt. Also, diese Me-Time. Ja. Diese Freundinnenzeit einfach. Sisterzeit. Das ist wirklich krass, weil irgendwie im Moment so unheimlich viel los ist, dass wir das einfach nicht unterkriegen, uns beiden mal frei zu nehmen, dadurch, dass ich ja vor allem auch am Wochenende arbeite und halt unter der Woche, ne? Es ist halt ultra schwer, dann auch noch irgendwie einen Tag zu finden, an dem die Kinder mal betreut werden, weil Escape Rooms mit Kindern funktionieren halt einfach nein, nicht. Noch nicht. Nee, das ist schon krass, irgendwie sich das da mal frei zu schaufeln von der Zeit her auch. Und deswegen ist halt diese Zeit, die wir uns dann doch mal schaffen, so besonders, ja, so wertvoll. Deswegen, bestimmt. Wir haben eigentlich den ganzen Tag gehabt, aber ja, es ist zu kurz. Es ja ist zu kurz. Wir haben uns vor allem halt morgens, wann haben wir uns getroffen? Halb zehn. Ja. Halb zehn. Jetzt ist es wie spät? Kurz vor neun. Ja, und kurz. Ich habe gar nicht das Gefühl, dass wir überhaupt was gemacht haben. Irgendwie die Zeit war zack, weg, vorbei plötzlich. Es wurde ja auch zwischendurch tatsächlich relativ hektisch. Ja. Wir haben ja gar nicht mehr so viel gefilmt. Wir waren einfach zu spät und im Stress. Und das hat alles irgendwie länger gedauert. Und es war Stau an den Kassen und überall. Alles war voll. Ja, aber irgendwie ist die Zeit davon gerast, gefühlt. Ja, das ist immer so schade, wenn einem das so viel Spaß macht und man einfach so im Flow ist. Dann zack, weg ist die Zeit. Aber wenn man auf etwas wartet, dann doch dauert das immer so ewig. Wirklich so. Ich glaube, eigentlich wissen wir auch schon, dass das so ist, dass irgendwie die Zeit immer so schnell rumgeht. Ne? Aber es ist irgendwie. Ich glaube, da hätte auch eine Woche irgendwie nee, zu wenig. Das reicht doch einfach nicht, genau, weil dann immer wieder der Alltag dazwischen kommt. Ne? Das reicht einfach nicht. Aber ja, ruhiger wird es wahrscheinlich nicht mehr. Naja. Ja, es war jedenfalls ein sehr, sehr schöner Tag. Wir sind ja jetzt offensichtlich schon auf dem Weg nach Hause und wollen jetzt wahrscheinlich dann doch noch irgendwie was spielen und einfach gemütlich
rumsitzen. Genau. Vielleicht auch noch mal gucken, was wir jetzt eigentlich eingekauft haben. Weil wir hatten halt so wenig Zeit vorhin beim Einkaufen, dass wir irgendwie alles und nichts gekauft haben, gefühlt. Also irgendwie, das war wirklich sehr, sehr hektisch. Ja, genau, es war sehr, sehr hektisch. Also, ja, im besten Fall bekommt ihr definitiv noch ein Haul zu sehen. Kriegen wir bestimmt hin. Ich denke auch. Ja. Naja, wir fahren erstmal. Dauert noch ein bisschen, bis wir zu Hause sind. Jetzt wird erstmal ein bisschen Party gemacht. Autoparty. Genau. Erzählen, dass es uns zu McDonald's verschlagen hat. Ups. Ja, also ich habe heute auch noch gar keinen Burger gegessen oder so. Nein, ich auch kein Pizza. Aber ich habe McDonald's nicht in der Nähe, das heißt, ich habe nicht so oft die Gelegenheit. Also, das ist ganz unpraktisch, wenn man dran vorbeifährt. Ganz toll. Also, es ist spät und wir sind fertig. Ziemlich irgendwie durch jetzt gerade. Wir sind gerade wieder so an dem Punkt angekommen, wo wirklich alles unten ist. Ja. Zeit fürs Bett. Und eigentlich nur aber so ein bisschen was gefuttert. Und ja, jetzt sitzen wir hier gerade noch ein bisschen am Esszimmertisch und hängen so unseren Gedanken nach. Und ich denke mal, dann werden wir bald auch noch einmal losdüsen, damit ich Anni nach Hause fahren kann. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, beenden wir hiermit das Video. Ich hoffe, euch hat der kurze Einblick in unser Alltag so ein bisschen gefallen. Vielleicht habt ihr auch die eine oder andere Idee für euch, gerade für Escape-Raum-Spiele bekommen. Ja, willst du noch was sagen? Eigentlich nicht. Nein. Gute Nacht. Dann wünschen wir euch eine gute Nacht. Genau, bedanken uns vor allem noch bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.